Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Uralte Scheiße. Ja. Schönes Intro, Tim. Danke. In diesem Format, meine Damen und Herren, spielen wir uralte PlayStation 2 Games, die ihr wahrscheinlich nie gespielt habt. In der letzten Folge war es zum Beispiel der Polar Express, hier ein kleiner Ausschnitt. Oh, die Grafik. Okay, ich muss jetzt den Schlaglöchern aus. Harry Potter? Mein Team und ich, wir haben eine Reihe von ultra-random PlayStation 2 Games auf eBay gefunden, bestellt. Und meine Aufgabe ist es, diese PlayStation-Spiele von ganz früher vorzustellen und euch zu zeigen, was für eine dumme Scheiße wir eigentlich damals akzeptiert haben. Und Leute, ganz, ganz ehrlich, unter dem letzten Video hatten wir über 700 Kommentare. Ihr seid fucking insane. So viele Leute, die da gesagt haben, wie geil dieses Format ist und so weiter. Einen dicken, dicken, dicken Dank an alle von euch für die ganzen Kommentare. Und ey, keep going, ne? Wenn ihr Vorschläge auch seht, votet das gerne nach oben, damit ich es auf jeden Fall sehe. Jetzt ist richtig auf. Yeah, boy! Haben wir eine Memory Card? Geil. Okay, die Memory Card ist da. Na, der Hemi ist auch schon. Oh, der ist ja sogar kalt. Wir haben die Memory Card. Das ist perfekt. Die kommt direkt vorne hier in unsere PlayStation rein. Sekunde. Da geht das. Hä, Digga, was? Oh mein Gott, die kommen hier oben rein. Habe ich recht? Ich dachte hier, aber da. Oh mein fucking Gott. Alter! Das ist ja ultra geil. Jetzt, meine Damen und Herren, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Welches Spiel wird heute gezockt? Oh mein Gott, das! Ah! Dogs Life! Oh, ach du Scheiße. Guckt euch diesen verfluchten Dreckshund an. Ne? Was ist denn da noch im Koffer, Tim? Zoom da mal ran, Tim. Da ist doch noch was, oder? Hier, hier genau, warte. Aha, das bin natürlich ich! Abonniert den Kanal, ansonsten muss ich leider eure gesamte Sippschaft anzünden. Ich hab hier hingeschissen. Das solltet ihr nicht sehen. Keine Schule, keine Pflichten, keine Klamotten. Ein Hund zu sein ist super. Junge, wenn ich mir den so angucke, das sieht gar nicht super aus. Hier ist so ein Zettel drin. Bedienungsanleitung ist natürlich wieder da. Oh, 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 scheiße. Wartet, Leute. Das sieht ja richtig geil aus, hör mal. Ach du Scheiße. Das ist, ja, das bin ich gerade. Hä? Der Hund. Oh, okay, die CD ist natürlich mit drin und dann noch dieser Zettel. Hey, einmal danke für den Einkauf. Bei der Adresse habe ich Instinct Free gelesen und dachte, Moment mal, wie cool ist das denn? Wollte nur mal vielen Dank an das ganze Team aussprechen. Bin ein großer Fan. Viele Grüße an Henno, Sterzig, mit G! Sterzig, Kalle, Maxim und Eintracht-Spandau und Gnu-Jasmin. Willst du mich verkacken? Also, warte mal. Das ist kein Bullshit. Das steht hier wirklich. Hier, Sterzig mit G. Willst du mich verarschen? Ist schon in Ordnung. Von dir kaufe ich nichts mehr. Kannst du mich vergessen. Wir schnappen uns mal einen Controller und dann gehen wir einfach mal rein, wa? Oh, Digga. Wie scheiße das aussieht hier vorne. So, bereit? Als nächstes brauchen wir nur als Equipment noch die iToy-Kamera. Die ist wichtig. Sorry! Hi, ich bin Jake. Und das ist mein Leben. Ein Hund zu sein ist super. Pass auf. Das ist Daisy. Daisy? Nein! Daisy wird geklaut! Zwischendurch leckt er kurz. Junge, wer sind die denn? Landluft ist doch was Schönes. Ellen? Kann ich mit den süßen Hündchen spielen? Mensch, Zwain, bist du... Digga, was ist denn in dem Spiel los? Aber ich mag doch Hunde so gerne, Wayne. Ich hab Nein gesagt. Oh, mein Kopf. Oh mein Gott. Nein, Daisy. Oh. Hi. Hey, Jack, wie läuft's? Komm, wir machen ein Bett. Ich erkenne ihn nicht mal. Ich erkenne ihn nicht. Bitte, bitte guck mich nicht so an. What the fuck, Alter? Das ist die Smellovision. Lichtsäule an, dass der Junge einen Knochen bei sich trägt. Junge, Jake ist ein verfluchter Bastard. Mit 8 Gelben kann ich das Revier-Markieren-Spiel spielen. Oh, Digga, die Steuerung ist so abgefuckt. Wenn ich nach links lenke, gucke ich nach rechts. Wenn ich nach rechts lenke, gucke ich nach links. Es ist alles so scheiße, oh mein Gott.
Für 50 lilafarbene kriege ich einen Knochen. Und je mehr Knochen, desto besser. Achso, ich soll jetzt einfach nur diese Dämpfe hier einatmen, oder was? Das ist mein Ziel? Digga, das... Renne gegen die anderen Hunde, um Hundeknochenpfad zu entlangen, um zu gewinnen. 3, 2, 1, los! Jetzt kann ich diesen kleinen dreckigen Dreckshund. Wer ist dieser kleine Drecksjunge? Ich bin einfach nur verwirrt. Und das war unsere gute alte Loretta Hühnerfrikassee. Ich kann also einige Hunde steuern. Ich liebe es, wenn andere Hunde die Drecksarbeit für mich machen. Ja, ey, das denke ich mir auch immer bei meinen Cuttern, ne? Bei dir, Tim, zum Beispiel. Geil. Oh, ist das Leben nicht toll? Nein, nein, jetzt gerade nicht. Weißt du, Polar Express hatte wenigstens noch kurzen Inhalt. Ich bin jetzt schon überfordert von der Scheiße hier. Hey. Oh, sein Gesicht, ey. Hey, Jake, alles in Ordnung? Siehst ein bisschen komisch aus. Die Hundeentführer haben doch einen Ort erwähnt. Wie hieß der bloß gleich? Ich muss zu Opi. Ich hänge gern mit dem alten Jungen rum. Opi ist cool. Opi ist cool. Opium ist cool. Woo! Entschuldigung. Oh, ist das Leben nicht toll? Nein. Nein, wirklich nicht. Moin. Hey Jake, ich hab dich erwartet. Opi sabbert schon wieder im Schlaf. Kannst du ihn wachbellen? Klar. Jake, das ist nicht fair. Ich habe gerade geträumt, die süßen Cheerleader von Clarksdale hätten die große Schlammcatch-Meisterschaft gewonnen. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Daisy hat immer so gut gerochen. Digga, ohne Scheiß, das ist ja absolut disgusting. Sitz, Jake. Nein, der ist jetzt einfach wieder eingepennt. Oh, oh, Scheiße, Jake. Mach das bitte nicht nochmal. Hey, Mädels, ihr schließt die Handschellen jetzt sofort wieder auf. Oh. What? Hallo, Jake. Hier, nimm dir ein Leckerchen. Digga, was? Digga, was? Sitz, Jake. Hier, nimm ein Leckerchen. Digga, was bin ich? Spiel! Sitz, Jake. Ja, okay, ich setz mich hin. Was jetzt? Hä? Guter Junge, steh. Guter Junge. What the fuck, Alter? Platz, Jake. Okay. Guter Junge! Oh, Bro, was zum Teufel? Ich weiß nicht. Was ist hier los? Bin ich gerade in der Matrix? Erst furzt er richtig rein. Dann stecke ich mir die scheiß Brille ins Auge. Und dann will ich deswegen meinen Controller wegwerfen. Und ich werfe ihn senkrecht hin. Bin ich ein Zauberer? Magie hat was mit Zaubern zu tun. Magie klingt komisch. Magie. Magie die Soße. Gib mir den Scheißknochen. Los, gib ihn mir. Yummy. Ich hatte gerade kurz Angst, dass der Knochen in mein Arschloch springt. Hatte ich kurz Angst. Wie kann ich den jetzt aufwecken? Oh, bitte, lass mich den aus Gummi mal anfassen. Oh, ja, sehr interessanter Traum. Sehr lehrreich. Wir fügen das nicht ein. Das ist kein Scherz. Das ist im Spiel. Das ist in dem Spiel. Ab null. Dog's Life für PS2 von welchem? Von wann ist das? 2003. Es ist kein Witz. Genau da. Ein bisschen höher. Und jetzt drücken. Ah, au. Hallo, Jake. Ich muss das irgendwem zeigen. So, setz dich mal hin. Das ist mein Opa. Oh, bitte. Lass mich den aus Gummi mal anfassen. Oh, ja. Sehr interessanter Traum. Hallo, Nick. Hallo, Adi. Oh. Hallo. Der Opi schläft. Ist ein Spiel ab null. Heißt Dog's Life. Genau da. Ein bisschen höher und jetzt drücken. Ah, au! Oh. Hä? Nein, Officer, das hatte sie schon an, als ich sie gefunden habe. Dieses glänzende, enge, rote. Oh. Was sagt er gerade? Officer, das hatte sie schon an, ja, als ich sie. Dieses kleine, rote. Ich gehe. Das ist ein Kinderspiel. Oh, bitte, lass mich den aus Gummi mal anfassen. Oh, ja. Sehr interessant. Die ganze Traum. Zeit sowas. Oh nein, Officer. Sie hatte das eben schon an, dieses kleine rote. Das ist insane. Ich scheiß mich ein. Da merkt man auch mal so diesen Unterschied von der heutigen Zeit zu damals, ne? Okay. Oh ja, 100% Gestank.
ein Pinkelspiel. Was? 3, 2, 1, los! Hä, soll ich jetzt hier einfach pissen? Okay, dann pisse ich den jetzt hier einfach ein, oder? Ich verstehe nicht ganz gerade den Inhalt des Minispiels, weil im Prinzip pinkel ich einfach nur seine Sachen weg. Ich könnte mich daran gewöhnen, in andere Hunde zu schlüpfen. Ich schlüpfe auch gerne in andere Hunde. Was? Digga, ich schwör dir, Tim hat gerade so viel Spaß. Was für ein schlau aussehender Hund. Hi. Sag ja? Hallo, Hundchen. Hallo. Hallöchen. Bist du ein Freund von meinem Hund? Ich glaub nicht. Ich hab ihn gerade im Pisswettbewerb. Hey du, möchtest du dir einen Knochen verdienen? Meine Hütehündin weigert sich, die blöden Schafe zusammenzutreiben. Na klar, mach ich Kannst gerne. Kannst du sie dazu bringen, dass sie ihren Job macht? Aber natürlich. Kriegen wir hin. War's das? Geil! Juhu! Mission! Ja. Ach, verflixt und zugenäht. Ich wusste doch, dass ich ein Tor für den Pferch hätte bauen sollen. Kannst du meinem Hund beibringen, die Schafe so zu hüten wie du? Du bist ein Naturtalent. Hä? Jetzt sind die Schafe alle wieder raus? Jetzt soll ich mit dem Hund die alle einfangen. Alter, ich scheiß mich ein. Juhu! Juhu! Hier, mein Junge. Ach, verflixt und zugenäht. Ich wusste doch, dass ich ein Tor für den Pferd hätte bauen sollen. Bist du komplett ein Bengel? Du kleine, dreckige... Nein, dummes... Kleiner... Weil du kleine, dreckige... Kannst mich mal richtig hart in den... Du... Ey, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Wir müssen ja unser Weibchen finden, ne? Jo, der hat eine Knarre. Du bist doch wohl kein Hühnerdieb, oder, Jungchen? Schaff mir diesen durchgeknallten Fuchs vom Leib, dann hab ich was für dich. Oh, soll ich den Hund jetzt töten? Soll ich den Hund töten? Ja, komm mal her, du Arschloch, blöder Witzer. Ey, scheiß Fuchs. Kannst mir gestohlen bleiben. Ja, pass mal auf. Hab ich ihn? Hab ich ihn verscheucht? Ich hab grad nur irgendeinen Erfolgssound gehört. Zippididu da! Ich bin schon hinter diesem rothaarigen Verbrecher her, seit mein Jagdhund verschwunden ist. Hier hast du einen Knochen, mein Freund. Ey, danke für Knochen. Knochen? Gibt es was Wichtigeres? Ja, mentale Behandlung in schizophrenen Attacken. Weil das, was du da gerade machst, ist höchst suspicious. Du machst mir persönlich Angst. Jappi. Oh, ich bin gespannt. Was für ein Aroma. Oh mein Gott, der hässliche. Und, werf den das Motor kriechen, an. Das kriechen. Los! Scheiße! Let's go! Haben wir jetzt das ja eigentlich auch, also ist ja übel langweilig, der Ort hier. Ich will ja herausfinden, wo meine Zuckerschnute ist. Ich hab gerade Holz gehackt und jetzt finde ich meine Axt nicht mehr. Was soll ich bloß tun? Bitte halt einfach dein Maul. Wie wär's damit? Das klingt nach einem Job für Super Jake. Nenn dich nicht Super Jake. Als letztes habe ich sie in meiner Ehefrau gesehen, als ich sie aufgeschlitzt. Okay, nochmal zusammengefasst. Ich weiß nicht, irgendwas ist mit mir falsch. Guck mal, irgendwas ist mit mir. Ich bin komplett im Arsch, Alter. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich hab's eilig. Ja, dann geh doch. Dann los, komm. Sehr gut. Ich bin maximalst verwirrt. Hey du, willst du bei unserer Gang mitmachen? Gang, gang. Nein. Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Ich glaube, ich habe einfach nur scheiß Hunger. So. Süß. So, und jetzt schon geht's mir besser. So, Opa, dann sagen wir mal, ne? Das hatte sie schon an, als ich sie gefunden habe. Dieses glänzende, enge, rote. Oh, hallo, Jakey. Falls ihr zu dem Spiel noch mehr sehen wollt, dann tut's mir leid. Da gibt's ja einige Videos auf YouTube zu. Es bietet jetzt nicht so viel Inhalt irgendwie, dass ich jetzt sagen würde, man könnte jetzt da noch mega Content draus machen. Es ist halt fucking verflucht, ich bin ehrlich. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen.
Mir hat es wieder unendlich Spaß gemacht. Wir haben noch mehr so verfluchte Drecksgames. Falls ihr aber Vorschläge für die Kommentare habt oder Vorschläge findet, die ihr hilarious findet, dann votet das gerne noch so schön hoch, damit ich das auf jeden Fall sehe und schreibt weiterhin so fleißig Kommentare wie in der letzten Folge. Freunde, abonniert doch gerne rein, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.